Hallo und herzlich willkommen zu Technikload 25. Mein Name ist Jan Tissler. Und mein Name ist David Macewski. Und wir haben ja Jubiläum heute, ne? Ja, wir haben die 25. Sendung. Ich drücke mal. Sind wir auch total festlich drauf. Ja. Hier, 25. Ne, werde ich mal hier in unseren Geburtstags-Jubiläumskuchen stecken. Ja, den gibt es natürlich auch heute. Nochmal. Alle Sounddesigner, die da schneiden müssten, die werden uns. An den Bildschirmen sind jetzt gerade die Ohren rausgeflogen. Ja, aber wir sind ja nicht nur hier, um uns selbst zu feiern, natürlich auch, aber unter anderem auch, weil wir schöne neue Sachen für euch rausgesucht haben. Mhm. 25. Sendung, eine der schönsten Sendungen überhaupt. Ever. Super bunt, aller toll, Zeiten. Lustig. Auch in Zukunft, es wird keine bessere geben. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja. Starten wir vielleicht mit der CeBIT? Genau. Mit der CeBIT, ja. Genau, die ist ja bald. Anderthalb Wochen sind es gerade noch so. Also Anfang, erste Märzwoche ist wieder CeBIT. Wer es noch nicht gehört hat, Computermesse 1 der größten in Hannover. Man sagt die größte der Welt. War mal zumindest so. Ja, ja, ich glaube, das ist immer noch so. Ja. Jedenfalls, wir haben da auch ein bisschen was vor. Und zwar haben wir gemeinsam mit der Messe eine Blogger-Tour organisiert. Die wird an dem Freitag, 4. März stattfinden. Zu der kann man sich anmelden. Einzige Bedingung ist so ein bisschen, dass man natürlich aus dem Themenumfeld kommt. Und da könnt ihr euch dann, wir haben auch eine News dazu geschrieben, die zeigen wir euch hier mal ganz kurz. Da gibt es ein kleines vorbereitetes Programm. Das heißt, ihr werdet zu einigen Firmen geführt. Das sind genau, wie ich es hier gerade lese, AOE Media, Asus, Google, Nintendo, Microsoft und Mozilla. Also auch für Webentwickler interessant. Genau, und die werden euch dann Rede und Antwort stehen und euch ein bisschen was zeigen und erklären. Und in dem Artikel steht, wie ihr euch anmelden könnt. Dann gibt es natürlich auch wieder die Blogger-Lounge. Ja. Die hatten wir letztes Jahr das erste Mal, kam gut an. Und ihr könnt über diesen Link in diesem Artikel auch ein kostenloses CeBIT-Ticket abstauben. Genau, also auf T3N gehen oder den Link klicken unter diesem Video und dann kommt ihr zum CeBIT-Ticket und könnt uns besuchen. Genau, und an der Blogger-Tour teilnehmen oder in die Blogger-Lounge kommen oder es gibt am Freitagabend auch noch eine Party zu feiern. Mhm. Alles in dieser News. Wird ja ganz spannend. Ja, die CeBIT ist ja generell immer so ein Pool von neuen Sachen, Technologie sprießt da raus und ja. Da werden ganz, ganz viele neue Sachen vorgestellt. Und eine davon haben wir hier. Die wird ja auch gezeigt, das wusste ich gar nicht. Der Typ hier ist jetzt nicht so neu, aber der macht da eine Sendung. Genau, der macht Jeopardy. In den USA. Gibt es das in Deutschland eigentlich noch? Gab's gab es mal mit Frank Elstner. Ich genau. Bei RTL war das so. Frank Elstner, Jeopardy. Gibt es in den USA seit irgendwie gefühlt 5000 Jahren. Und jetzt haben sie einen besonderen Kandidaten in der Sendung gehabt. Ja, ein Supercomputer von IBM. Genau, Watson sein Watson. Name. Der sieht ganz klein aus, gleich in dem Ausschnitt, den wir euch zeigen. Wir zeigen euch nämlich mal, wie das da aussah in der Sendung. Ist aber eigentlich so, kleine Turnhalle, würde ich sagen. Ist irgendwie schon, ne? Ja, so in zwei Units haben sie das gemacht, ja. Mit Kühlaggregaten und so weiter. Richtig, richtig toll. Also von der Funktionsweise ist es so, dass der zeitgleich mit den zwei besten Kandidaten, die ausgesucht richtig, haben, ja. Gleichzeitig eine Textnachricht bekommt. Die sagen Textdokument, aber das wird irgendwie digital übermittelt. Und der muss dann analysieren, was steckt in dieser Antwort drin und wie bilde ich daraus eine Frage. Mhm. Also genauso, wie wir das auch machen würden, nur mit dem Gehirn. Und er muss dann halt selbst interpretieren, was will der denn jetzt überhaupt von mir? Gibt dann drei Antworten raus und je nachdem, wie gewichtig diese Antwort ist, steht die denn weit oben. Und das wird ja immer so eingeblendet, ne? Genau. Werdet ihr dann gleich sehen. Er hat dann so drei mögliche Antworten und das ist dann in seinem Balken ist dann so visualisiert, für wie wahrscheinlich hält er das. Und wenn er so einen gewissen Wert überschreitet, dann drückt er den Buzzer sozusagen, ja. Virtuell. Und gibt die Antwort. Und wenn es nicht so, wenn es ihm nicht so sicher scheint, dann lässt das lieber. Gucken wir kurz rein. A little while ago, we had a drawing to determine which player would select first. Brad, you won that. So if you're ready, make your first choice. Let's take alternate meanings for 200, Alex. Four-letter word for a vantage point or a belief. Brad. What is a view? Yes. Alternate meanings, 400. Four-letter word for the iron fitting on the hoof of a horse or a card dealing box in a casino. Watson. What is it, Chu? You are right. You get to pick. Literary character, APB, for 800. Answer, the Daily Double.
Now, Watson, although you have but $400, you know, of course, that you can risk up to the maximum value of a clue on the board, and that is 1,000. Watson als Avatar dargestellt. Ja, und irgendwie diese Grafiken, die man da jetzt so sieht, das ist auch nicht irgendein Zufallsding, sondern das soll auch immer irgendwas bedeuten, dass er jetzt gerade ganz stark über irgendwas nachdenkt. Hat eine falsche Antwort, eine richtige Antwort, genau. So fühlt er sich gerade. Wird auch alles ähnlich lang erklärt, könnt ihr euch aber gerne mal anschauen, wenn ihr euch für sowas interessiert. Ich finde schon spannend, wie weit das inzwischen so gekommen ist. Also, ja. Es gab ja schon mal so ein Computerduell mit dem Schach, mit dem Dimitri irgendwas da, die gegeneinander gespielt haben. Es gibt auch inzwischen ein Ergebnis. 3 Runden gab's. Ja, wenn ich es richtig gelesen habe, hat er das jetzt gewonnen. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Ich habe es nämlich nur vorhin noch kurz vor der Sendung noch mal kurz gesehen. Genau. Mhm. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Sehr. Und ob das so Spaß macht, gegen Computer zu spielen, das kennen wir ja von den Singleplayer-Missionen in den ganzen Computerspielen, aber im Fernsehen. Auf jeden Fall eine tolle Sendung, toll präsentiert, schöne Geschichte und passt zur Cebit, finde ich auch, wenn die Cebit eigentlich noch ins Hause steht. Aber es gibt noch andere neue Sachen von Facebook. Genau. Es gibt ein Telefon. Ja, nicht nur eins, es gibt irgendwie, glaube ich, 4, wenn ich es jetzt gerade richtig weiß, von 2 verschiedenen Firmen, die halt speziell Facebook gebrandet sind. Also wenn ihr super Facebook-abhängig seid und ihr meint, so eine Smartphone-App ist zwar toll, aber das reicht ja überhaupt nicht. Ich möchte Facebook auf dem Startbildschirm, ich möchte einen Facebook-Button auf meinem Handy, ich möchte, dass der blinkt, wenn ich eine Chat-Nachricht bekomme. Ich möchte, dass, wenn mich jemand anruft, dann möchte ich sehen, bevor ich abnehme, möchte ich sehen, was hat er eigentlich als letztes bei Facebook geschrieben. Ja. Sowas können die da alles. Wir können ja mal kurz zeigen. Ja, das ist jetzt das Facebook quasi eigene Phone. Ja. Also das ist mehr Facebook als alles andere, aber telefonieren kann man damit auch noch. Telefonieren kann man auch noch, ja. Klar, das ist schön. Das ist schön. Also ich glaube, der Fokus, wie du das gesagt hast, liegt eigentlich eher so auf Facebook anstatt auf den anderen Geschichten. Genau. Aber es gibt auch noch Alternativen von HTC und die haben einen Facebook-Button da direkt eingebaut, genau, also der blinken soll. Ja, genau. Das ist eben halt nicht nur ein Logo, wie man es denken könnte, das irgendwie komisch platziert ist auf dem Gehäuse. Sehr. Sondern das hat auch irgendwie eine Funktion, das ist halt der Facebook-Button. Und damit könnt ihr ganz tolle Facebook-Sachen machen. Genau, und dann könnt ihr zukünftig angeben mit der Intensität der Blinkleuchte, wie aktiv ihr in diesem Netzwerk seid. Ja, ne? Das ist toll. Also, praktische Geschichte. Wahnsinn. Ja. Die Menschen zählt gar nicht mehr iPhone oder ein dickes Auto, nur noch das blinkende Symbol. IPhone. Das ist ja. Ja, mein Facebook-Button. Ja, Facebook. Endlich als Telefon. Haben wir voll drauf gewartet. Das ist so toll. Werden wir gleich in den Mediamarkt gehen und uns das kaufen? Das vielleicht jetzt nicht. Gut, dann gar nicht. Aber wir können uns das nächste Thema angucken. Machen wir. Das nächste Thema ist auch ein bisschen entwicklermäßig. How I Work. Das ist die Webseite. So sieht sie aus. Worum geht's? Ja, man kann sozusagen Entwicklern über die Schulter schauen oder auf die Finger. Also die stellen so Screencasts rein, wie sie Dinge erledigen, wie sie Sachen machen. Und du hattest sie da so ein bisschen angeguckt. Es gibt so 1-2 Haken an der Seite. Ne? Ja, die Website ist relativ kompliziert, wie wir sehen. Also eigentlich gibt es bei jQuery jetzt zum Beispiel, wie wir sehen, nichts. Und auch kann ich diese Tags, wenn ich die jetzt hier hinzufüge, eigentlich nur so Filter machen. Also die Bedienung ist noch relativ umständlich, aber ich denke, das wird sich ändern, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal bei TextMate reingucken, uns das erste Thema anschauen, dann sehen wir, da kommt ein Screencast jetzt von Steven, der eigentlich erklärt, wie er was macht. Und genau darum geht's bei diesem Portal. Finde ich gar nicht so schlecht, ist derzeit noch in Englisch, aber ist ja ausbaufähig. Im Prinzip ein Sammelsurium von YouTube-Videos, wie Entwickler was machen. Und grundsätzlich ist sowas ja immer ganz toll, wenn man sehen kann, wie arbeiten die wirklich täglich in ihrer Arbeit. Welche Tools benutzen die, welche Tricks und Kniffe haben die eigentlich so drauf? Mhm. Die natürlich nie so gut sind wie die eigenen, klar, aber man kann ja mal gucken, ne? Genau. Ja, und apropos Video, da haben wir noch ein Video von euch. Android ist das Stichwort. Ja, jeder, der ein Android-Phone hat, hat das ganz starke Bedürfnis, habe ich gehört. Ich brauche unbedingt einen Avatar. Ja. Der ein Androide ist, aber so ein bisschen aussieht wie ich. Genau, viele sind ja, denken, ist ja besser als ein Foto von sich selbst. Also okay. Twitter, Facebook, da möchte sich selbst schon sehen. Genau, das ist ja alles total uncool. Und dafür gibt's jetzt, there is an app for that. Auch auf Android? Auch auf Android. Und da gibt's einen lustigen, schmissigen, mit Musik unterlegten Film, den wir euch jetzt zeigen. Ja, und schmeißt euch weg mit uns. Auf geht's. This mess is not too big, no, feel it
Ja, da kannst du dir also deine Geschichten selber bauen. Ja, ja. Und sag hier, du, ich habe ja noch einen Bart, mach mal noch einen Bart dazu. Lebensecht alles. Mhm. Ja. Brauchen wir sowas? Nee, aber was braucht man eigentlich schon im Leben? Ja, stimmt. Sticker kann man da auch tolles machen. Man kann damit alles machen. Ich meine, es ist lustig. Es ist halt so eine kleine Werbeaktion. So ein bisschen lustig, cool, hier Android und das Logo. Geht auf jeden Fall schneller als Photoshop. Ja, es geht schneller als Photoshop. Ja. Ist jetzt für Android-Telefone, warten wir mal auf die erste iPhone-Umsetzung. Für den Android-Avatar, ja? Ja, wer weiß. Das wäre doch mal cool. Meinst du, Apple lässt das zu? Nein, definitiv nicht. Ja, so schaut es aus. Lustige, bunte Familie. Falls ihr Android-Nutzer seid, sofort runterladen und bei Facebook und Twitter hochladen. Stundenlang Spaß haben. Und falls ihr das schon gemacht habt, schreibt doch bei uns bei den Kommentaren auf T3N postet mal mit eurem, das würden wir gerne mal euch an uns ansehen. Genau, macht das mal. Bestimmt spannend. So, das Internet. Ist nicht immer nur Sachen zum Lachen. Ja, es gibt ja Schüler zum Beispiel. Die sperren ja mal was ganz gerne. Da gibt es jetzt eine Infografik. Die zeigt so ein bisschen, was auf der Welt so los ist in Sachen Internetsperren. Weil wir haben ja kein offenes Internet. Ja, das haben wir selbst heute gemerkt. Teilweise war das Internet nicht erreichbar. Da wurden mehr technische Gründe, hoffen wir. Hoffen wir, ja, weiß ja nicht so. Ja. Und es gibt jetzt eine recht aktuelle Übersicht, wie es in den Ländern dieser Welt so ausschaut. Genau, eine nett gemachte Seite mit ein paar Infografiken dazu, die zeigen, dass das mit dem freien Internet auf der Welt längst nicht mehr so der Fall ist. Ja. Und wir können uns da aber ganz kurz ein paar Grafiken angucken. Do you think the Internet is free? Nee, denn täusch dich mal nicht. Vieles ist rot. Alles, was rot ist, heißt, wir überwachen das mal, was hier so passiert. Ja. Schwarz ist, da ist richtig harte Zensur. Da geht es richtig ab. Ja, ein bisschen oder freier. Auch halt nicht mehr. Ein bisschen freier ist es bei den Gelben, aber da gibt es auch bestimmte Grenzen, dass man zum Beispiel nicht alles aufrufen kann. Genau. Ja, gibt es bei uns in Deutschland ja auch. Gibt ja bestimmte Inhalte, wo auch Google eben Inhalte rauslöscht, die wir eben bei uns, die wir als Deutsche oder so nicht aufrufen können sollen. Genau. Und nur Afrika oder Südamerika, die haben ein freies Internet. Ja, also, da kann man machen, was man will. Wenn man, das Glück hat, überhaupt eine Internetverbindung. Vielleicht deswegen. Also das Blaue ist das Einzige, wo es überhaupt gar keine Zensur gibt. Und das ist erstaunlich wenig. Erstaunlich wenig. Ja, aber es gibt ja noch mehr zu erfahren, was zum Beispiel so zensiert wird. Blogs natürlich. Blogs sind ganz evil. Politische Sachen, das kennen wir auch in Deutschland. Also gerade rechtsradikale Sachen werden dann ganz gerne mal aus dem Index genommen. Genau. Was aber auch ganz gut ist. Andererseits gibt es Individualseiten, die werden ganz gerne gespart. Und dann geht es natürlich so runter wie Foren, später Government. Das kann ja also 3%. Tja, auch nicht schlecht, ne? Ja. Ansonsten, was wird denn so gesperrt oder wer sperrt denn? In erster Linie natürlich die Regierung über bestimmte Instanzen, Internet Service Provider, schlussendlich bis es beim User angelangt ist. Und auch warum jetzt, ne? Also was wird eigentlich, also warum wird überhaupt im Internet was zensiert? Also zum Beispiel, weil man, weil es nicht den Werten entspricht im eigenen Land, weil es eben nicht zu den Werten passt, die man da so hat oder gerne hätte. Nationale Sicherheit ist natürlich immer so die Generalausrede. Ja, wir sehen hier auch die USA in diesem Kreis drin und politische Stabilität. In den USA alles um nationale Sicherheit. Ja, ja, klar. Ja. Das ist so die allgemeingültige. Genau. Ja, und wenn ihr auch der Meinung seid, dass wir müssten ein freies Internet haben, dann klickt ihr auf den Button, shared das Ganze und seid glücklich. Mhm. Genau. Für ein freies Internet. Für ein freies Internet. Mit dem freien Internet kann man eine Menge anstellen, wenn man es dann hat. Ja. Zum Beispiel Twitter. Twitter. Und wenn man ganz, ganz viel Zeit hat, kann man eine Übersicht basteln, die eigentlich alle Tools ausgräbt, die mit Twitter so im Zusammenhang stehen. Ja, und die dann auch noch sortiert und dann in einer Grafik anordnet und dann zu jedem auch noch eine Beschreibung macht. Die man dann Twitterverse nennt. Mhm. Und die sehen wir hier. Ich erkläre euch das mal. Ist ein bisschen komplizierter zu verstehen oder vielleicht auch gar nicht. Hier unten ist das Twitter-Universum und von da aus ausgehend gibt es so einzelne Achsen, wie zum Beispiel Dashboard, was man mit Twitter so machen kann. Und hier entlang sind dann die Tools, die entlang was mit Twitter und Dashboard zu tun hat. Und dann kann man so ein bisschen nach oben gehen, jedes einzelne anklicken. Hier sehen wir zum Beispiel Foursquare, die Dienste, die mit der Geolocation da was zu tun haben bei Twitter. Und das sind nicht alle Tools, die direkt
Twitter abbilden und in Twitter streamen, aber nee. Twitter-Tools sind, wie zum Beispiel Geolocation, das wird per Tweet abgesetzt oder ich mache ein Foto auf einem Dienst und das wird dann auch als Meldung auf Twitter abgesetzt. Darum geht's. Also alle, die mit Twitter in irgendeiner Form verknüpft sind, mal mehr, eine mal recht weniger. Aktuelle Übersicht über die Twitter-Tools, aber ich glaube, in spätestens 2 Wochen wird die wieder veraltet sein. Ja, absolut. Also da, wenn Sie das jetzt immer aktuell halten wollen, haben Sie ganz schön was zu tun. Ja, aber es war, also das zusammenzustellen war, glaube ich, keine Freude. Nee, also da muss man schon sich ganz schön durchbeißen, glaube ich, um da das alles zusammenzusuchen. Und wie gesagt, du findest auch noch weitere Informationen jeweils zu den Tools. Bestimmt interessant, da nochmal was zu entdecken, was man selber noch gar nicht auf dem Radar hatte. Mhm. Waren fleißige Webentwickler. Mhm. Für Webentwickler haben wir auch den Themenschwerpunkt in dieser Sendung, nämlich unter anderem HTML5. Ja, natürlich. Das Thema überhaupt aktuell und auch in den nächsten Jahren, wie man jetzt hier nochmal schön nachlesen kann. Ja, wie wir wissen, ist ja HTML5, da gibt es ja immer noch diese Diskussion, darf ich es einsetzen, ja oder nein, oder sollte ich es einsetzen? Und ja klar, mach das, schreib den Doctype oben drüber, aber benutze noch nicht diese Tools. Oder setze wieder JavaScript, eine unendlich lange Geschichte. Ja. Und damit das irgendwann mal ein Ende hat, hat sich der W3C doch tatsächlich dazu entschlossen, eine Timeline jetzt herauszugeben, wann es dann soweit sein wird, dass HTML5 fertig ist. Genau. Als ist Spezifikation. Ist ja alles in der Entwicklung. Also wir zeigen ja immer schon mal was, aber wer sich damit halt noch nicht so auskennt, das ist eben eigentlich alles immer nur so, wir probieren da mal was, jetzt haben wir hier mal wieder was eingebaut, damit können dann so Leute wieder rumspielen, ob das klappt oder nicht. Und jetzt gibt's eine Timeline. Also das ist die Meldung von dieser Timeline. Es geht in erster Linie auch um den Last Call und gucken wir mal direkt in die Charta rein, um die es da eigentlich geht. Da gibt es nämlich eine Zeitleiste, die das zeigen soll, wann HTML5 fertig ist und die da daran hängenden Spezifikationen. Die erste Timeline, das ist der Last Call für das zweite Quartal 2011. Last Call, ganz kurz, heißt eigentlich, wir haben die Spezifikation, ohne dass wir neue Sachen hinzupacken, soweit abgerundet. Und schaut doch mal bitte, ob das alles der Richtigkeit entspricht. Mhm. Alle Entwickler, alle Browserhersteller in einem Boot zu holen und sagen, jetzt guck mal drauf, so stellen wir uns das vor. Mhm. Dann geht es weiter, zweites Quartal 2012, nach genau einem Jahr. Da gibt es denn den Candidate Recommendation. Das ist sozusagen die fertig gebackene Version, die ein Kandidat dafür ist, fertig zu sein. Ja, die gibt es dann. Dann gibt es im ersten Quartal 2014, also nach 2 Jahren, nachdem alle rumgefuhrwerkt haben, haben wir gesagt, das ist alles okay, den Proposed Recommendation. Das ist der Vorschlag, wie sie sich das schlussendlich vorstellen, nach all dieser Entwicklung. 2014. Und Recommendation, also die fertige Version, die soll dann online sein im zweiten Quartal 2014. Mhm. Das heißt, wenn sich alle daran halten, dann haben wir die Spezifikation fertig. Also nochmal für euch Entwickler heißt es natürlich, ihr könnt HTML5 jetzt schon einsetzen, aber dadurch, dass es noch in Entwicklung ist, können sich natürlich noch viele Sachen ändern. Und dieser Zeitpunkt, wo sich viele Sachen ändern können, der endet jetzt bald. Mit dem Last Call heißt es eigentlich schon nahezu Feature Complete, aber muss noch vieles umgestrickt werden, falls da was kaputt geht. Und im Jahre 2014 haben wir ein fertiges HTML5, wo wirklich keiner mehr behaupten kann, das wäre jetzt nur was völlig Geekiges, sondern da sind wir dann in der Realität angekommen. Ja, mal gucken, wie die Browserunterstützung dann nicht aussehen. 2020, wie gemutmaßt wurde, 2014. Es dauert noch eine ganze Weile, aber wir sind auf dem richtigen Wege. Mhm. Aber wo richtiger Wege, wenn ich auf unsere Uhr gucke, sind wir mörderisch am Überziehen. Ja, wir haben ja auch die 25. Sendung, dürfen das auch durchaus mal tun. Aber wir versuchen mal, das nächste Thema zu gehen. Webentwickler, falls ihr starten wollt, das geht auch relativ schnell. Das musst du sagen. Initializer. setzt auf der HTML5 Boilerplate, die wir auch mal in dieser Sendung vorgestellt haben. Es geht einfach darum, wenn ihr mit einem Projekt HTML5 anfangen wollt, mit einem Template, dann sagt, ich will kein Content da drin haben, ich will kein jQuery drin haben oder ich will jQuery drin haben, ich will das und das drin haben und sagt Download und dann. Also es ist so ein Quickstart, wenn du HTML5-Projekt. Genau, es gibt ja verschiedene Sachen. Unterstützung der alten Browser zum Beispiel, muss JavaScript mit eingeladen werden und da kann man sich das frei konfigurieren, wie man das jetzt haben möchte. Alles klar. Gibt auch noch ein paar Erklärungen dazu. Mhm. Ja? Genau. Habe ich gesehen. Ansonsten, was wir euch unbedingt noch zeigen wollen, sind schöne CSS-Schatten. Also diese Schatten, die wir hier auf dieser Webseite sehen, die sind tatsächlich mit CSS gemacht. Finde ich cool, ja. Und nicht als Bildchen. Und wie das Ganze geht, wird hier in diesem Artikel beschrieben. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die solltet ihr euch anschauen, weil da spart ihr auf jeden Fall ein paar Requests, falls ihr nämlich keine Bilder laden müsst. Mhm. Und wenn zum Beispiel auf dem alten Browser kein Schatten dargestellt wird, dann ist es halt so. Jo mai. Ja, ich halt so. Wie ist das Netz? Kein Schatten. Kein Schatten. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Zum Thema Browserunterstützung und HTML und Webstandards. Microsoft ist ja gerade auf dem richtigen Wege, mutmaßt man. Und sie haben ja auch geschrieben mit dem Internet Explorer 9, den die so entwickeln, das wird ja der beste Browser und der ist modern. Mhm.
Da hat Mozilla gesagt, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, und die sagen, ist der modern? No, ist er eben nicht. Ja, also sagen Leute no, das. Sondern sie also, begründen es auch. Microsoft hat nämlich gesagt, so HTML5-Unterstützung im Internet Explorer 9 mit dem Release Candidate sind bei 99% und CSS3-Unterstützung zum Beispiel bei 100%. Das heißt, alles, was in CSS3 möglich ist, kann man mit dem Internet Explorer 9 machen. Ein toller Browser und da gibt es eine tolle Übersicht. Unsere Eier sind fertig. Ja. Unsere Sendung keine anzüglichen Witze in dieser Sendung. Das ist die tolle Übersicht, toll gemacht, was der Internet Explorer 9 jetzt nicht so unterstützt. Ja, ja. Da haben wir so ein paar Sachen. Oder jedenfalls zum Beispiel, oder nicht in der Breite, wie Firefox das schon vor so und so vielen Jahren gemacht hat. Genau, so. Sehen wir hier HTML5-Unterstützung vom IE9 nur bei 54%, 88% beim Firefox 4, der demnächst erscheinen wird. Mit der JavaScript-API-Geschichte, Webstandards, wie wird das unterstützt? Hier sehen wir schon Internet Explorer 9, 61%, Firefox 4, 87%. Das Interessante ist, der 3,6er Firefox, ein Jahr alt, 65% schon mehr als der IE9 heute kann. Und was der nicht kann an Sachen CSS3-Verläufe. Und es gibt eine ganze Menge, die noch nicht unterstützt werden. Ja. Also das ist wieder so typisch Microsoft, dass die einfach sagen, wir sind jetzt die tollsten Burschis, aber eigentlich können wir noch nicht alles. Ja, es geht in die richtige Richtung, kann man aber sagen. Ja. Sie machen, es ist gut, dass sie jetzt mal, das war ja auch längst nicht immer so. Mhm. Also von daher, das ist schon okay, aber gut, es ist Werbung. Ja. Also wie ihr seht, es geht auf jeden Fall weiter. Auf der CeBIT könnt ihr neue Sachen sehen, die derzeit so erscheinen. HTML5 ist auf der Zielgeraden, aber das ist ja noch nicht alles. Wie sieht es mit der Unterstützung aus in den Browsern? All das haben wir in dieser Sendung behandelt und ich denke, bei der 25. Sendung durften wir mal ein bisschen länger Auf jeden Fall. Und jetzt machen wir gleich nach dem Abspann noch ein bisschen Jubiläumsparty. Genau. Aber nur ein bisschen. Kleine Party, kurz und knackig. Ansonsten sagen wir danke, dass ihr zugeschaut habt. Empfehlt uns doch bitte bei iTunes, Twitter, Facebook und YouTube und alles. Und so. Und auf euren Kommentare, Androids. Likes. Überhaupt. Wir freuen uns über Kommentare und alles. Genau. Danke bis zum Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Jati, 25 Ausgaben. 25 Jahre Technik. Das ist doch, hat doch hier. Ist doch super knackig, oder? Ich mach jetzt mal was. Mach mal die Kerzen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ach, herrlich. Herrlich. Ich trinke noch Tee dazu. Läuft schon mal. Das will gar nicht, ne? Du, irgendwie ein Rock hier. Ey. Sowas in der Art hatte ich doch geahnt. Ja, mach einen zweiten. Ich mach noch. 25. Wie viel kommen noch? War das die Antwort? Na, also 25 nochmal kriegen wir hin, würde ich kriegen sagen. Kriegen wir hin, ne? Ja, definitiv. Mhm. Auch in diesem Jahr noch. Ja. Und dann irgendwann unser 1-Stunden-Special. Aber das wird, glaube ich, mehr so spontan. Das wird genau, spätestens die nächste Silvesterausgabe, die wird ja dann sowieso wieder lustig werden. Das könnte man mal machen, ja? Ja. Schön einstündiges Silvester-Special. Ah, guck mal, wieder schon zu Ende. Meinst du, wir können den Kuchen jetzt noch essen? Ja, komm. Hier, ich habe extra alles mitgebracht. Ach, hervorragend. Gib mal gleich ein Stückchen her. Ah, das wird gut. Und vor allem hier stundenlang gebacken, hier diesen Kuchen. Ach, herrlich, ja. Saß gestern extra noch lange in der Küche, ne? Mit Liebe. Ja. Mit Liebe ausgesucht. Ja. Kriegst auch das Endstück. Ach, hervorragend. Mm. Extra viel Schokolade. Toll. Herrlich. Ach, so lohnt sich das doch mit 25 Jahre Technik-Load. Ja, ich weiß noch, als wir angefangen haben. Da gab es ja noch so andere Projekte. Upload-Magazin gab es da ja noch, so Technikwürze. Stimmt, ja. Sachen, an die keiner mehr denkt. Nee. Teilweise jedenfalls. Also, guten Appetit. Ja. Immer wieder schön. Mhm. Tolle Sachen. Dann haben wir die 25 Minuten jetzt ja auch voll, würde ich sagen, ne, zur 25. Sendung. Mhm. Ist gut. Das machen wir jetzt das mal so weiter. Das wollten wir ja eigentlich auch, ne? Ja. Mhm. Und nächstes Mal nehme ich mir ein kleines Stück, das nicht so viel kauen muss. Mhm. Dann weitersprechen kannst. Mhm. Ja. Klar. Ja, 25 Jahre, toll. Und wir haben uns kaum verändert, muss ich mal ehrlich sagen. Nee. Es wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen, aber... Wir sitzen vielleicht anders. Das, ja, stimmt, das Gefühl, irgendwie ein bisschen was ist anders heute. Ja, ja. Kannst jetzt auch nicht genau sagen. Nee, jetzt riecht's auch schon. Es riecht ein bisschen angebrannt hier. Mhm.